In diesem Video zeige ich euch, wie man dann den Schalter weiter verarbeitet, damit man ihn später in der Visualisierung dann auch benutzen kann. Als erstmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr den Node-RED Adapter aktualisieren. Ja, da ein bisschen, bis er grün wird. So, wenn der grün ist, können wir auf den Node-RED Adapter gehen. Falls ihr dann ein Passwort eingegeben habt und einen Benutzernamen, was ich euch empfehle, müsst ihr es hier dann natürlich eingeben. Dann könnt ihr hier über den IO Broker ihn reinziehen. Falls ihr diesen nicht habt, könnt ihr hier oben auf die Palette Verwalten klicken, dort dann IO Broker eingeben. Dann seht ihr hier herunten unter die Nodes, was alles installiert ist und was nicht. Wenn ihr hier keinen habt, dann könnt ihr ihn nachaktivieren. Somit bestehen dann auch diese Icons. Broker in, Broker out, get. Die braucht ihr alle noch zu genügend. So, wenn wir das dann haben, können wir natürlich hier eine Debug-Ausgabe wiedergeben. Immer auf Deployed klicken, ganz ganz wichtig. Das hat den Hintergrund, wenn ihr hier eine Verbindung macht, machen wir über Timestamp und seht ihr gleich eine Ausgabe. Den Timestamp nehme ich einen String und sende einfach mal True aus. Und dann gucken wir uns das an. Zuerst Deploy wieder. Schicken wir True raus und es kommt True an. Okay, dann können wir hier den vorherigen Schalter auswählen. Den habe ich unter Versuch, unter Lichtschalter und fertig. Dann seht ihr hier schon, der virtuelle Lichtschalter ist jetzt eigentlich schon in Gebrauch. Und diesen können wir dann ganz normal über Switch etc. aktivieren. Ich mache das mal ganz kurz, dass er dann auch den Befehl war ausgibt, legt ihr mal hier oben hin. Wenn True kommt, soll hinten True rauskommen. Bei False macht man das gleiche. Jetzt haben wir hier zwei Ausgänge. Einmal wieder True, dann False. Hier gehen wir wieder ein, die Message Payload ist gleich True. Oben gebe ich auch wieder True ein. Den kopiere ich mal schnell. Das gleiche macht man mit False. So, und wenn ich jetzt einen Schalter schalten möchte, brauche ich hinten den Ausgang. Das erkennt ihr einfach immer an die Knotenpunkte. Ist das ein Eingang, ist der Knoten hinten, ist der Ausgang, ist der Knoten vorne. Und diese Knoten verbinden wir dann ganz einfach mit dem IO-Broker und wählen hier beispielsweise am Schluss, ich habe es jetzt einfach über MQTT, immer von Sonoff, nehmen wir den 3D-Drucker wieder. Den 3D-Drucker kann ich dann hinten per Power ein- oder ausschalten. So, wenn ich jetzt vorne, wenn ich hier True sende, dann schaltet sich hinten der 3D-Drucker ein. Und wenn ich hierbei dann später False sende für falsch, dann schaltet er natürlich wieder aus. So, ich probiere es mal. Ich sende True. Und ihr seht hier hinten True. Der ist im Moment ein. Ich höre ihn auch laufen. Wenn ich falsch schicke, dann schaltet er hier hinten wieder aus.